Vor diesem montäglichen Facebook Live. So, ich habe ein Thema rausgesucht, was mich im Moment gerade selber auch beschäftigt, nämlich Schlüsselerlebnisse und Wendepunkte. Ich will mal kurz da mit dir etwas teilen. Warte mal, den nehmen wir mal weg. Und jetzt gucke ich mal, ob das da funktioniert. Kommt ab. Schlüsselerlebnisse, so. Also, da habe ich eine Website gemacht, wo ich jetzt verschiedene eigene Schlüsselerlebnisse mal zusammengestellt habe. Und es kommen da noch ein paar Videos dazu, wo ich jeweils erzähle, eben aus einer bestimmten Situation und wie diese Situationen mein Leben beeinflusst haben. Und du kannst mir gerne eine persönliche Nachricht schicken, wenn dich das interessiert. Müsstest mir einfach deine Mailadresse mitteilen. Dann kann ich dir die Mails zuschicken, wo du dann den Link hast für diese Website. Also, Schlüsselerlebnisse, Wendepunkte im Leben. Woher weiß man überhaupt, dass das jetzt eben so eine wichtige Situation ist? Also, ganz einfach ist es wahrscheinlich, wenn du im Nachhinein mal zurückschaust und dann siehst du ja, wo in deinem Leben die Kreuzungen waren und wo du dann irgendwohin abgebogen bist. Oder wo du eben auch nicht abgebogen bist, weil im Nachhinein stellt sich ja auch oftmals heraus, ja, das wäre jetzt irgendwie eine Option gewesen, es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe die nicht genutzt. Und im Nachhinein ist man manchmal dann auch ein bisschen enttäuscht über sich selber und denkt, ah, hätte ich doch, aber dann kann es eben vielleicht schon zu spät sein. Und deswegen ist eben die allererste Frage natürlich, woran erkenne ich überhaupt, dass ich in so einer Situation bin, wo sich jetzt irgendwas entscheidet. Und das ist ja nie immer, dass sich irgendwie die Frage stellt, bewerbe ich mich, bewerbe ich mich nicht, oder ziehe ich um oder ziehe ich nicht um. Manchmal sind das ja auch ganz alltägliche, länger andauernde Zustände, die am Ende doch sich eben zu so einer Erfahrung verdichten. Und als ich für mich so ein bisschen reflektiert habe, habe ich also so wirklich so ein paar so Wegmarkierungen gefunden auf meinem persönlichen Lebensweg, wo ich gemerkt habe, also das waren wirklich so Situationen, Erfahrungen, die ganz einen großen Einfluss darauf hatten, wie mein Weg dann weiterging. Also eine dieser ganz wichtigen Erfahrungen war zum Beispiel, als ich als junge Frau in der DDR, also weißt du ja vielleicht, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, gedacht habe, meine Güte, ich habe alles, oder? Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen super Job, ich habe Familie, alles ist gut. Und trotzdem habe ich dann gedacht, ja, aber jetzt bin ich irgendwie Mitte 20 und es kann jetzt so weitergehen, quasi, dass ich da in die Bahn einsteige, morgens dorthin fahre, arbeite im Büro, wieder zurückfahre. Das kann ich jetzt 40 Jahre machen. Und das hat mich derartig erschreckt, dass ich gedacht habe, also das geht gar nicht. Und das hat sich im Nachhinein als eben eine ganz, ganz wichtige solche Situation und Erfahrung herausgestellt, dass ich einfach aus einer scheinbar ganz normalen Situation gemerkt habe, was das emotional mit mir macht. Und dass ich zum Beispiel schon so ein Marker, woran erkennst du, dass es sich um so eine wichtige Thematik handelt? Dass ich, wenn es dich emotional sehr berührt, ja? Und das muss gar nicht irgendwie dieses Ereignis sein. Das kann wirklich so wie in meinem Falle, ja, das waren ja schöne Jahre, gell? Aber es war am Ende trotzdem so, dass ich gefunden habe, also das halte ich nie aus. Stell dir vor, weitere 40 Jahre ohne irgendwas anderes, weil es war ja in der DDR alles so limitiert. Und das führte letzten Endes dazu, dass wir als Familie einen Ausreiseantrag gestellt haben aus der DDR, was ja nur Geschichte für sich ist, gell? Die haben einen ja noch nie einfach so ziehen lassen. Und dann irgendwann musste mir dann plötzlich innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen, als Familie mit zwei kleinen Kindern. Also das war alles sehr abenteuerlich und wir wussten auch nie, wo das hingeht. Also sind in den Zug gestiegen, keine Ahnung, was dann passiert. Irgendwo sind wir rausgekommen und sind dann vom Roten Kreuz empfangen worden und in so ein Übergangslager gebracht worden. Also Zustände, wie das heute halt wahrscheinlich auch viele Flüchtlinge erleben, ohne zu wissen, ja, wie geht's weiter? Dann hat sich das Leben wieder etabliert und alles war soweit gut, gell? Und dann bin ich wieder mal eben in so eine Situation gekommen, wo ich mich gefragt habe, ja, also, wie will ich jetzt weitermachen?
Und es sind eigentlich immer Dinge, eben entweder kann es auch sein, also ich habe gesagt, weil es ist sehr emotional, es kann auch sein, dass dir von außen irgendwie was wegbricht, gell? Also dass du von außen sozusagen gefordert bist, etwas zu verändern, eine Entscheidung zu treffen, dass dir die Entscheidung vielleicht sogar aufgezwungen wird, indem eben zum Beispiel du vielleicht deine Arbeit verlierst oder du aus einer Wohnung gekündigt wirst oder sonst irgendwas. Aber es kann eben auch sein, dass du selber aus dem Inneren heraus eben ein Bedürfnis verspürst. Und ganz oft kommt ja dann eine Gelegenheit. Also ich hatte dann zum Beispiel eben so ein Bedürfnis, dass ich gedacht habe, ich möchte noch mal mich beruflich verändern. Ich habe nach Sinn gesucht. Ich habe nach etwas gesucht, wo mich erfüllt, wo ich mitgestalten kann, wo ich eben noch einmal wirklich aufblühen kann. Und dann habe ich zufällig eben da eine Anzeige gesehen. Das war dann auch letztlich die Ausbildung, die ich gemacht habe. Es war eine vierjährige Ausbildung in naturorientierter Prozessbegleitung. Und dass ich eine vierjährige Zeit, gell, das war für mich kaum zu überschauen. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, jetzt mich dafür zu verpflichten für so eine lange Zeit mit allem, was das bedeutet, mit allem, was dazugehört. Weil ich meine, da musst du dann das durchziehen, also zumindest für gewisse Zeit, bis du eben dann dort auch sauber vielleicht mal zwischendrin aussteigen könntest. In dem Falle war das so gesagt 2 Jahre auf jeden Fall und dann gucken. Und ich habe gemerkt, dass das eben jetzt eine wichtige Entscheidung ist, weil es hat mich unglaublich fasziniert. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Also ich war alleinerziehend, mein Sohn war jetzt auch noch nicht so groß, ja. Und da gehören viele Sachen dazu. Man überlegt sich das finanziell, man überlegt sich das, wie mache ich das mit der organisatorischen Seite. Und es war ja immer ein Wochenende mit dieser Schule. Aber dort habe ich eben gemerkt, wieder die Emotion, ja. Es war eine unglaubliche Faszination da. Und obwohl ich in dem Moment überhaupt nie wusste, schaffe ich das, kann ich das, wie mache ich das? Ich wusste einfach, da ist ein inneres Ja da. Und ich glaube, das ist auch so was Typisches eben bei diesen Wendepunkten, dass du innerlich etwas verspürst. Ja? Du verspürst eine große Chance, aber du verspürst natürlich gleichzeitig auch vielleicht eine Angst und eine Unsicherheit. Und denkst, ja, wenn ich das jetzt nicht schaffe, also wenn ich jetzt springe, wer weiß, wo ich lande. Aber genau dort ist natürlich die große Chance der Veränderung. Und ich habe ja immer dieses Bild im Kopf, gell, mit dem Boot im Hafen. Also das hast du vielleicht schon mal von mir gehört. Ich denke immer, klar, der sicherste Platz ist, wenn du in deinem Bötchen sitzt und verankert bist da am Hafenkai, gell, dann kannst du so sanft ein bisschen in den Wellen schaukeln, aufs Meer rausgucken. Bist du sicher? Ja. Aber es ist halt überhaupt nie sexy. Also es ist irgendwie. Also mir wäre es nichts, oder? Und ich denke eben, die Sicherheit kommt ja eben nie von dem, dass du außenrum alles so organisierst, dass dir ja nichts passieren kann. Das ist eine trügerische Sicherheit, sondern Sicherheit kommt von dir innen. Sicherheit kommt aus dem, dass du einfach dir sicher bist, dass du sagst, hey, ich werde das managen, whatever may happen, also was immer was passieren mag, ich werde einen Weg finden, damit umzugehen. Und wir leben ja grundsätzlich mal in recht sicheren Verhältnissen. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass dir was jetzt derartig die Füße weghaut, dass du dann total ins Elend kippst, oder? Und von dem her möchte ich einfach Mut machen, dass du mal versuchst, eben eher ein Ja zu sagen als ein Nein. Ich habe neulich was gelesen, das fand ich total witzig, von einer Gruppe, die sich das wie zur Aufgabe gemacht haben. Die haben dann auch so Videos drüber gemacht, dass sie eben immer Ja sagen als erstes. Also, dass sie mal versuchen, eben so diesem inneren Impuls, ha, vorsichtig, mal den zu überspringen. Und dass daraus natürlich viel, viel mehr Chancen entstehen. Also neue Wege entstehen dort, wo du eine Tür aufmachst. Und das ist immer eine Entscheidung. Also am Ende liegt es immer in deiner Hand, wie du dich entscheidest. Und eine vermiedene Entscheidung, also eben, wenn du vielleicht weder Ja noch Nein sagen willst, ist am Ende trotzdem eine Entscheidung, weil es einfach ein Nein ist, wenn du es nie machst. Und dieses Passive, gell, das führt dann eben oftmals auch dazu, dass man hinterher das bereut.
Ich meine, wenn du bewusst zu etwas Nein sagst und sagst, ja, ich habe jetzt eine andere Priorität und das kann ich jetzt eben nicht verbinden, ich mache jetzt es so, dann hast du es wenigstens selber entschieden. Dann kannst du Verantwortung für das übernehmen und kannst sagen, das war mein freier Wille. Aber dieses Vermiedene, dieses sich so drum rumdrücken, das finde ich persönlich, das ist wirklich etwas, wo einen dann später mal belasten kann. Also, worum geht es mir heute ganz besonders? Ich möchte dich ermutigen, dass du mal Dingen eine Chance gibst. Und was soll am Ende schiefgehen? Ich meine, selbst wenn du angenommen, du verlierst Zeit, vielleicht verlierst du auch irgendwo Geld, aber dann hast du trotzdem eben bis zum gewissen Grad profitiert. Also du hast eine Erfahrung gemacht, du hast was gelernt, du hast vielleicht bis zu dem Moment, wo du dann den Weg wieder verlässt, hast du vielleicht tolle Begegnungen gehabt, du nimmst viel für dich mit. Und dann ist das immer eine Bereicherung, auch wenn du vielleicht eben einen bestimmten Weg nicht zu Ende gehst. Aber in meinem Fall muss ich jetzt sagen, dass die Entscheidungen, die ich zum Beispiel auch in dieser kleinen Videoserie, wo ich dir vorher gerade gezeigt habe auf der Website, wo ich da berichte, ehrlich, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Schlüsselerlebnisse eben in eine Chance gedreht hätte und trotz aller Risiken halt diese Chance genutzt hätte. Ich habe heute eine wunderbare Arbeit. Ich arbeite mit ganz tollen Menschen in meiner Praxis. Ich habe so schöne Begegnungen. Ich darf so viel Veränderung und Entwicklung und ja, Heilung miterleben. Und das ist so ein großes Geschenk. Und das hätte ich alles nicht, wenn ich zum Beispiel damals gesagt hätte, ui, mit der Ausbildung und das ist so aufwendig und das kostet zu viel und wer weiß, ob ich das dann alles hinkriege. Ja, dann wäre ich heute noch, was weiß ich was. Erwachsenenbildnerin, Webdesignerin, keine Ahnung. Aber ich bin sicher nie das, was ich heute bin. Und das fände ich schade. Also, schau mal rein und wenn du selber vor solchen Fragen stehst, sei mutig und vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir dort noch einmal ein bisschen den Rücken stärkt und der dich unterstützt oder vielleicht auch mal wirklich überprüft. Weil es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie blindwütig irgendwo reinspringt, wo man gar nicht sich richtig überlegt hat, dass es passt oder was sich vielleicht noch nicht mal richtig anfühlt. Such dir Unterstützung, guck, dass du Menschen hast, die dich ermutigen, die dich begleiten, die dir auch helfen, auf deinem Weg durchzuhalten. Und dann kannst du ganz wunderbare Abenteuer erleben. Und das wünsche ich dir von Herzen. Hab einen schönen Abend.